Kerstin und Joachim. Ja, beide haben sich Möbel bauen lassen bei 4Wheel24. Die Farben, Kerstin, wer war für die Farben verantwortlich? Ja, natürlich die Frau, ne? Wie ich so weiß. So, ihr fahrt ein Reisemobil, was fahrt ihr? Oder kriegt eins? Ein Vario. Ein Vario. 814 DA. Allrad, der ist jetzt vom Projektablauf her der nächste Step. Okay. Und wir haben halt eine Kombi zwischen Komplettausbau im Eigenregie bzw. Die eigenen Komponenten halt dazu kaufen. So ein Möbel, klassischer Möbelbau, der würde halt meine Kompetenz überschreiten. Meine auch. Und, das Einbauen ist noch möglich, aber halt so werden einzelne Komponenten dazu gekauft. Und okay, hier am Beispiel halt der Möbelbau. So, stell dich mal kurz vor, du bist der? Ja, ich bin der Joachim. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, also in der Nähe von Duisburg, Kamp-Lintfort. Okay. Ja. Und ja, ist schon eine Reise, 3,5 Stunden bis hierhin, aber lohnt sich halt. Ja, ich fahre jetzt auch wieder zurück ins Ruhrgebiet. Am Donnerstag, Freitag drehen wir in der Nähe der holländischen Grenze. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich komme gleich drauf. Okay. Ich darf einfach nicht dran denken. So, du bist sie? Kerstin. Kerstin. Habt ihr Zeit zum Reisen eigentlich? Auf jeden Fall, ab diesem Jahr. Ihr seid Rentner? Ja, schon und ich bald. Du siehst doch nicht aus wie ein Rentner. Wolltest du trinken, brauchst du Geld. Nee, wie alt bist du da, Schrank? Ich bin 59. Echt? Früher, ne? Ja, wer fleißig ist in der aktiven Zeit, kann auch eher aufhören. Ja, das braucht man auch, glaube ich, oder? Das heißt also, habt ihr vorher schon mal, wart ihr unterwegs mit dem Reisemobil? Nein, bis jetzt waren wir nur Camper, 40 Jahre, aber immer mit Wohnwagen. Okay, das heißt, ihr kennt die Enge zusammen, alles erleben, das ist nicht neu für euch, oder? Auf keinen Fall. Ja, das ist so. So, jetzt wollt ihr ja wahrscheinlich an Stellen stehen, wo nicht alle stehen. Und vorher wart ihr am Campingplatz, oder? Genau, das ist jetzt der Unterschied. Und da bietet sich natürlich die Reiseform mit einem Expeditionsmobil natürlich perfekt an. Dass man auch die Möglichkeit hat, so die letzten Meter dahin zu fahren, wo man halt mit einem normalen Mobil oder Wohnwagen nicht hinkommt. So, jetzt hast du dich ja auch für eins entschieden, ein Vario 814, der wird ja nicht mehr gebaut leider, oder? Seit 30 Jahren, das Fahrzeug ist 30 Jahre alt, wird seit vielen Jahren nicht mehr gebaut und ja, die Intention ist immer die gleiche, also robuste Technik, der Zustand ist sehr gut, indem wir das Fahrzeug bekommen haben, haben noch einen Glücksgriff getan. Was hast du gelernt? Und ich bin Maschinenbauingenieur. Ah, okay, das heißt, du kommst nicht aus dem Möbelbau, aber Handwerker bist du schon? Richtig, genau, eine Ausbildung hat sich vorher angeschlossen und von daher ist die Kombination halt hier das Interessante. Und du bist auch Handwerkerin, oder? Nein, bin ich nicht. Was hast du gemacht im Leben? Ich war Sekretärin. Okay. Beim Landespflegedienst. Echt? Echt, ja. So, das heißt, du warst für die praktisch Einsatzleitung, Dispo. Und so weiter. Boah, das ist stressig, oder? Ja, zurzeit auf jeden Fall, ja. Ja, das heißt, ihr hattet wie viele Fahrzeuge da damals zeitgleich? Also 13 haben wir zurzeit. Das geht ja noch, oder? Es geht noch, ja, ja. Also ich kenne ja eins, die fahren einen Fahrdienst zum Beispiel, die machen 250 Fahrzeuge, 24 Stunden rund um die Uhr, da bist du wirklich bedient. Ja. Und ist das ein Unterschied? Kommst du runter langsam, oder? Ja, ich komme langsam runter, genau. Aber langsam. Ist aber so ein Prozess, wenn du jetzt unterwegs bist. Seid ihr jetzt, ihr seid jetzt noch in Arbeit, oder Moment, du noch, oder? Ich noch, ja, auf jeden Fall. Ja, das wird sich rausstellen, wann ist das Fahrzeug fertig und ja. So ja, kannst du dir das bildlich vorstellen, dass ihr irgendwann mal in das fertige Fahrzeug und sagt, wir sind mal 3 Monate weg? Auf jeden Fall. Ehrlich? Ja. Habt ihr es schon mal gemacht, einmal? Nein, also das längste waren nur 3 Wochen. So, kommen wir mal zu den Möbeln. Da ist die Nina. Nina, komm mal bitte her. Die Nina ist ein Hammer, oder? Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir sie heute kennengelernt, ja. 23 Meisterin und da muss man wirklich sagen, ich habe sie gefragt, wer ist verantwortlich für das Design, weil wir waren gerade in einer Wohnkabine, war alles grau. Mhm. Hier, die Farben sind toll, oder? Die Farben sind super gewählt, also das habt ihr ja ausgesucht und ich war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, aber jetzt seit einer Woche rennen wir alle hier durch und sagen, boah, krass, die Kombi, die ist echt super. Hast du das irgendwo gesehen, irgendwo anders oder hast du das frei vorgestellt, die Farben? Ich muss dabei sagen, ich hatte vorher noch eine andere Variante, aber wir mussten nochmal wechseln und da muss ich das Ganze nochmal neu aussuchen. Es ist schwierig, das auf so einem kleinen auszusuchen, aber jetzt bei der letzten Firma konnte man sich das im Internet online ein bisschen vorstellen. Ja, jetzt war ich natürlich
überrascht, wie es jetzt aussieht. Ne? Ist gut? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gefällt mir super gut. Also gehen wir mal hier zu so einem Schrank. Das ist ja so eine Geschichte, da ist wahrscheinlich jetzt ein Apotheker drin. Was ist hier drin in dem? Der Apotheker ist drüben. Apotheker ist drüben? Ja. Komm, wir zeigen den mal. Das ist der Küchenblock hier? Das ist der Küchenblock, ganz genau. So, das ist der Apotheker. Der ist ordentlich verbaut. Ja, das ist auch ein stabiler. So, dann siehst du auch hier die ganzen Kantenumleimer und wie das gemacht ist. Da brauchst du ja Spezialmaschinen für. Ja. Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis okay? Auf jeden Fall. Also ist ja auch wichtig, weil, ja gut, man guckt ja auch im Preis, ja, wenn du dann guckst. Haben wir schon, natürlich. Warum habt ihr euch keinen Handwerker um die Ecke besorgt, der dann gesagt hat, hier ein Schreiner, wo ihr das Ganze geplant habt, weil wir sind ja hier beim Spezialisten für das Thema Wohnmobile. Genau, aus dem Grunde sind wir ja auch hier gelandet, ne, weil die Erfahrung haben darin. Und das Gewicht muss ja auch halten, wenn es rüttelt, oder? Auch, ja. Es gibt ja verschiedene Komponenten, die halten. So, jetzt die Frage aller Fragen, was ist das für ein Schrank? Sieht so. Das ist der Hochschrank, der letztendlich das Badezimmer zur Sitzgruppe abtrennt. Und unsere Kabine hat eine Gesamtlänge von innen von 4,10 Meter. Wir wollten aber nicht auf diesen Schrank verzichten, weil halt letztendlich die Notwendigkeit doch irgendwo da ist, mal irgendwo Jacken aufzuhängen oder mal Kleinkram, klassische Ladegeräte, Kramschublade. Ich darf das mal sehen, wenn du mal kurz aufmachst. Sei mal so aufmachen, ja. Ihr holt hier heute mit, die Möbel? Oder? Nehmen wir heute mit, ja. Was hast du für ein Auto dabei, für den Transport? Ich habe die Kabine auf dem Hänger, die Möbel werden halt in die Kabine gelegt und mein Zugfahrzeug ist halt in Tiguan, von daher kein Problem. Ist die weit weg, die Kabine, oder steht die hier vor der Tür? Die steht vor der Tür. Ah, die gucken wir uns gleich mal an. Und hier vorne, da sind Schubladen mit drin? Letztendlich Schubladen, die wir uns halt dann überlegt haben für die entsprechenden Utensilien und etwas größer. Oder ganze Kleinzeug, Kamera und so weiter. Weil muss ich vorstellen, hier ist der Eingang und dann kommt man direkt auf den Schrank zurück und kann sich dann alles zurecht auch verbaut. Und so kann man halt individuell die Möbel gestalten und es ist auch gut, wenn man halt einen Partner hat, der weiß, was sich hinter den Anforderungen verbirgt, als Beispiel Elektrik oder halt, hier kann man sehr schön sehen, relativ unauffällig, eine schmale Leiste, dahinter verbirgt sich halt die Wasserversorgung für die Dusche, sieht man da, da kommt dann die Dusche rein, hier schließt sich das Badezimmer an. Und das ist natürlich wasserfestes Material, klar. Natürlich. Muss ja duschen. Genau. Jetzt bist du groß. Hast du die Kabine bauen lassen für deine Größe? Ja, richtig. 2,05 Meter Innenmaß. Und von daher dürfte es passen bei 1,98. Ihr habt doch Kinder, oder? Wir haben zwei Kinder, aber die sind mehr als selbstständig. So, und die freuen sich schon, dass ihr auf große Reise geht, oder? Ja, natürlich. Die werden uns auch mal besuchen kommen. Das erste Ziel, was habt ihr gewählt? Das liegt noch nicht ganz fest. Nein, wir müssen ja erstmal ein bisschen fahren, üben und so. Ja. So, jetzt haben wir hier den Mann, ich muss die Story ja ein bisschen komplettieren, er drängte sich schon die ganze Zeit von der Seite rein. Echt, hab ich gesagt, hast nicht mehr. Ihr kennt den Mann da? Ja, natürlich. Wie seid ihr aufmerksam geworden auf Tobi? Eigentlich Mundpropaganda. Man hat halt entsprechende Projekte gesehen, die man sich als Referenzprojekte dann auch vorgestellt hat. Dann kam der erste Kontakt mit den Detailanforderungen, die dann auch irgendwo konkretisiert und zugesagt wurden. Und da hat er direkt gesagt, hier, nee, das machen wir so nicht, oder hat er? Richtig, beliebig kompliziert. Nee, Spaß beiseite, war halt, neben der technischen Kompetenz war auch irgendwo halt das Zwischenmenschliche. Wenn man so ein Projekt über mehrere Jahre begleitet, das ist mehr als nur eine Technik umsetzen oder eine Anforderung umsetzen. Und man entscheidet sich ja auch nicht für den Partner, für den Projektablauf, sondern für das Endergebnis. Und daher ist die Entscheidung halt auf VW 24 gefallen, weil wir halt davon überzeugt sind, dass das Endergebnis gut ist. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wenn man schlecht kauft, kauft man zweimal. Das stimmt wirklich. Und hier bist du ja in einem Bereich, für eine teure Küche gibt es ja auch viel Geld aus. Und hier hast du einen ordentlichen Ausbau. Aber du würdest sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis hat gestimmt, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das ist wichtig. So, dann sieht man hier, das ist ein ganzer Bausatz. Ihr müsst aber jetzt nicht, wie so bei Ikea, so ein Männchen mit so einem kleinen Imbusschlüssel und dann alles zusammenbauen, sondern das kommt weitgehend fertig. Also es kommt weitgehend fertig. Also die Dinge, die ich mir jetzt als Maschinenbauer zutraue, die Möbel einzubauen mit Klebetechnik, Winkel etc., die werde ich dann selber vornehmen. Aber wie gesagt, der klassische Möbelbau. Ich kann jetzt keine Möbel bauen mit Umleinern etc. Wäre dann halt nicht meine Kernkompetenz. Und von daher haben wir die Kombination gewählt aus
fertig angelieferten Komponenten und der Möglichkeit halt selber die Dinge einzubauen. Ist der Kühlschrank auch dabei? Ist deiner? Der Kühlschrank ist nicht dabei, der kommt aber hier rein. Der kommt da rein. Ist es der da? Nein. Nee. So, okay, der kommt da rein. Der kommt hier rein. Und was baust du bei einem ein? Ich baue einen normalen Haushaltskühlschrank ein. Wir haben auch entsprechende 220 Volt Versorgung an Bord und von daher haben wir diese Lösung gewählt. Frage, ist die Kabine auch vom Tobi? Die ist auch vom Tobi. Auch vom Tobi. Ja. Komm, dann gucken wir uns die mal an. Das ist ein ganzer Bausatz. Das bedeutet, wir haben uns ja heute darüber unterhalten, du lieferst fertige Wohnmobile meistens, aber du machst auch Bausätze. Das bedeutet so, dass ein Großteil der Einbauarbeit kann der Kunde machen. Wir haben diese Sachen lange jetzt nicht gemacht und fahren das dann auch in Verbindung mit der besseren Fertigungstechnik hier wieder nach oben. Ein bisschen, ne, und haben uns lange auch gewehrt, muss man sagen. Ne. Das ist immer manchmal ein bisschen zäh, weil es auch sehr, sehr individuell ist. Ne. Auch die Planung hierfür. Ne. Wir haben hier zum Beispiel was, wo ich schon immer die Augen roll, wenn ich sehe, gute Idee, das ist jetzt hier die Seite zur Dusche hin, da ist integral ein Ablagefach für ein Shampoo oder sowas. Ne? Das haben wir auch alles selber gebaut. Ne? Das hat jetzt so sage und schreibe 2000 Euro gekostet, wenn man es mal kalkulieren würde, weil wir uns da echt verkünstelt haben. Also das heißt, den Blechblaubau dafür, das Verschweißen, dass man es alles noch angucken kann. Ne? Und der Kollege hat da also 2 Tage mit verbracht, damit es dem Anspruch dann gut wird. Und das sind so Lösungen. Es sieht aber geil aus. Es sieht geil aus. Man lernt halt dazu. Man lernt auch dazu, was man machen möchte. Oder was es ist voll, es ist voll Porno. Weißt du, ja, ist das Edelstahl? Oder? Das ist Edelstahl alles. Edelstahl. Ne? Alles wickverschweißt. Guck mal hier die Schweißnähte an. Ne? Und ich roll nur die Augen, wenn ich sehe. Ne? Und das heißt... Ja, aber ohne Scheiße, das ist doch gut, oder? Bei uns ist es halt so, wir machen so einen Blödsinn, ne? Das dauert ewig, die Leute sind auch teilweise, muss man sagen, ab und zu mal ein bisschen gefrustet, aber es ist dann am Ende alles mega. Ne? Du benutzt die Dusche jeden Tag, du wirst es jeden Tag sehen, du wirst dich daran ergötzen. Ne? Und für uns ist es aber auch so, wir entwickeln uns damit weiter, ne? Wir entwickeln uns damit weiter, weil wir halt Lösungen erarbeitet haben, von denen wir wissen, ja, super. Das heißt, die Opportunitätskosten, die ihr jetzt erarbeitet habt, die muss der Kunde nicht ganz tragen, oder? Nein, weil wir ja irgendwo auch mal einen festen Preisrahmen besprechen in der ganzen Sache. Und das macht es gab eine Fixkalkulation. Natürlich, das macht das Ganze auch extrem schwierig jetzt für uns. Wie hast du das denn hinbekommen in der heutigen Zeit? Nee, das machen wir so. Das sind wir, so man muss halt, es steht eine Erfahrung dahinter. Und man wundert sich anfangs natürlich auch über die Gesamtkosten des Projektes, aber wenn man halt den Aufwand dahinter versteht, dann relativiert sich wieder. Ja, ich denke, Fixkosten sind ganz wichtig, weil viele Projekte ufern ja aus, privat und öffentlich. Ja, ist selbstverständlich eigentlich. Man muss ja eine belastbare Grundlage haben. So, ich zeig mal, also Kleiderschrank, Küche habe ich gesehen. Dann, das hier ist ein Oberschrank, oder? Das ist halt ein Oberschrank, der steht jetzt verkehrt rum. Im Prinzip ein Staufach, wie man es auch am Wohnwagen kennt, der dann oben befestigt wird, rundherum. Auch in verschiedenen Farben dann, mit der dunklen Optik, mit der helleren, cremefarbenen Optik. Duschtasse und so besorgst du, oder? Besorg ich, ja, genau. Okay. Komm, wir schauen uns mal die schöne Kabine an. Gesamtzuggewicht hast du geprüft von deinem Auto? Auf jeden Fall, ja. Passt alles? Ja, passt alles, 200 Tonnen. Alles 200 Tonnen, so, komm, wir gehen mal. Nina, nicht abhauen, komm mal her. Denn du musst ja später dabei sein, wenn es eingebaut wird, dann werden wir uns vielleicht nochmal sehen. Es regnet ein bisschen. Aber nicht schlimm, denn ich habe gehört, da du ja einen großen Bruder hast, du bist ja nicht aus Zucker. Richtig. So, du bist ja meistens drinnen am Arbeiten, auch im Winter. Da gibt es ja Kollegen, die müssen ja frieren. Ja, die tun mir ein bisschen leid. Würde ich nicht tauschen wollen. Boah, ist die goldig. Die sieht so klein aus, aber jetzt, Nina, jetzt kannst du dir vorstellen, die wird drinnen richtig groß, oder? Ja, ich meine, ich habe die Möbelplanung von innen gesehen. Ich denke mal gar nicht, was da alles reinpasst dann. Ne? Sag mal, es gibt da so neue Techniken, 3D-Brille und so. Das ist schon richtig geil. Habt ihr das schon im Einsatz? Ja. Nee, 3D-Brille haben wir nicht im Einsatz hier. Ja, da habe ich mal gesehen, da war ich jetzt im Europapark. Ja. Da kannst du in so einer 3D-Welt rumlaufen und kannst du in der Küche mit so 2 Sensoren und so weiter. Es gibt schon coole Sachen. Ich habe das schon mal gesehen, aber noch nicht gemacht. Hast du mal Leute gesehen, die Küchen im Original aufbauen mit so Würfel, damit man sich drin bewegen kann? Das sind so Tests, wo man laufen kann. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Gibt's in Saarland. So, VR-Brillen dann oder was? Nee. Du läufst, die bauen die Möbel nach, sodass du dich in dem Teil bewegen kannst komplett, ja. Okay, crazy. Also ja, in echt bauen die ganze Häuser nach. Ja, also, dass die du doppelt. Nee, das sind so Schaumstoffwürfel. Ah, ja, okay. Das ist eine Turnhalle, da bauen die dir ein, sodass du dich bewegen kannst. Jetzt, wo du die Kabine siehst, von außen sieht die ja klein aus, aber wenn wir gleich mal reingehen. Enttäuscht halt, ne? Ja. Enttäuscht halt. Das ist halt, muss auch zum Fahrzeug passen.
Und letztendlich, wenn man auf Reisen geht, spielt sich eh, so wie unser Reiseverhalten ist, das meiste außerhalb ab, im Draußen ab. Und von daher die passende Größe. Und das Feeling jetzt, wo du siehst, ist cool? Ja, ist mega. Ist mega. Es wird halt konkret. Und man kann halt die eigene Kabine begehen. Jetzt fängt der Ausbau an, so einen Schritt nach dem anderen. Nach der langen Planungsphase, wo man halt wirklich mehr am Zeichenbrett und theoretisch über die Dinge nachdenkt, hat man jetzt auch mal den konkreten Fall und auch... Hast du noch gezeichnet oder irgendwie am Computer? Ich habe mit Computer angefangen, habe mal gesehen, dass halt für diese relativ einfache Konstruktion halt die klassische Zeichnung doch relativ zügig ist. So, wenn ihr euch mal beide davor stellt, bitte, vielleicht mal gerade alle vier, stellt euch mal ruhig mal davor. Ich brauche mal ein Startbild. Es ist nur, geht ganz schnell. So, einmal, wenn ihr euch mal in den Arm nehmt, alle, das ist so. So, die Zeit ist ja vorbei. Okay, gestorben, danke. Nina, ich bin sehr gespannt. Du bist seit 2,5 Monaten dabei, hast einige Projekte gemacht, bist Schreinermeisterin und berätst die Leute bei diesen Konstruktionsmöglichkeiten, sowohl für fertig ausgebaute Kabinen als auch für Selbstbauprojekte. Ja. Keins ist so wie das andere, aber du kannst im Laufe der Zeit natürlich mit diesen Dokumentationen schön zeigen, was ihr alles gemacht habt. Da gibt es ja so 3D-Dinger, zum Beispiel Matterport, wo du in 3D rumlaufen kannst. Ich glaube, das wird spannend, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Was hast du für neue Projekte jetzt? Auch große Fahrzeuge? Momentan haben wir schon auch ein paar größere Kabinen noch als die. Mhm. Aber jetzt so vom Grundriss ist es alles ähnlich, aber am Ende sieht es, wie gesagt, alles komplett anders aus, weil wir jetzt doch auch mehr mit Oberflächen spielen und so. Also, jetzt Oberflächen. So, Tobi, du bist noch mal kurz dran. Guck mal hier, die Profile, das sieht ja aus wie für die Ewigkeit, oder? Das ist äußerst stabil, ja. Wir haben, wie gesagt, 8 mm hier in der Auftragsstärke. Da kannst du auch an einem Bäumchen dran fahren, ohne dass die Kabine beschädigt wird. Das ist krass, oder? Ja, mega. Hast du es so gewollt, genau so? Ja, im Nachhinein wohl. Also es sieht krass stabil aus, oder? Richtig, richtig gut, ja. So, und der Vario, ich glaube, das wird ein Hingucker. Wird da außen noch was draufgeklebt oder bleibt das weiß? Nee, wird lackiert noch und dann gegebenenfalls, Farbe habe ich auch schon und gegebenenfalls nochmal 7600. Ralton, 7600. 7600 ist ein Grau, ne? So. Fenster, was hast du denn hier verbaut oder hat der Kunde angeliefert? Unsere Eigenmitentwicklung, das heißt, das ist jetzt ein Echtglasfenster, ne? Auch Aluminium basiert auf der Rahmenkonstruktion. Mit Regenablaufrinne, hast du gesehen? Mit einer kleinen Regenablaufrinne, dass die Feuchtigkeit nicht auf dem Scharnierband ansteht und nach innen läuft. Und ist eine Sache, die sind relativ leicht, ne, in der Konstruktion, deswegen verwendet man für die kleineren Autos, wobei es hier so sein wird, der Vario ist ja auch sehr leicht, also ihr werdet da ganz entspannt in die 7,5 Tonnen Kabine Größenordnung kommen, weil ihr es auch richtig gemacht habt mit der Kabinenlänge. Ne? Also das heißt, gleich bei leichteren Autos solltest du eigentlich die 4,30 Meter nicht überschreiten. Ja, da zählt jeder Meter, glaube ich. Genau, ja, jeder Zentimeter zählt. Ja, tatsächlich ist es so. Was wirst du an Zuladung haben? Was denkst du? Wenn ich komplett bin. Ja. Also ich denke, du wirst noch 800, 900 Kilo haben, auf jeden Fall. Ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Der Vario ist ein richtiger LKW. Das heißt also Druckluftbremse, glaube ich, oder? Der ist von der Technik her, ja. Ist ein richtiger, tatsächlich ist es so, das ist auch noch eine Druckluftbremsenversion, da gab es beides. Die Fahrzeuge sind halt, die Leute weinen, dass es den nicht mehr gibt, ne? Weil es gab auch so keinen richtigen Ersatz dafür. Ne? Mercedes hat die Kategorie komplett aus dem Programm reduziert und die verkaufen jetzt den Fuso Canter anstelle dieses Fahrzeuges. Und so richtig auf dem Markt, außer dem Daily oder jetzt im Fuso Canter, gibt es keine neuere Alternative. Ne? Komm mal mit. So, das Ganze ist hier drauf, vorne und hinten, wo ist vorne, wo ist hinten? Also hier ist hinten, drüben ist vorne und vorne wird noch ein entsprechender Durchgang vorgesehen. Achso, der ist noch gar nicht drin. Nee, der kommt, den machen wir immer dann, wenn die Positionierung klar ist auf der Fahrzeugseite. So, darf ich mal reinschauen, Tobi? Ja, wir müssen mal gucken, der Kollege, wo hat den Schlüssel jetzt? Abgeschlossen. So, der hat auch ein richtiges Schloss drauf, das heißt, da fühlt man sich schon sicher in der Kabine. Da fühlt man sich schon sicher und ja, man sieht schon auch von der Haptik her Edelstahl. Das soll ja auch so aussehen, so praktisch nach dem Motto, klar, mit dem Brecheisen kommst du vielleicht rein, aber erstmal so mit dem Schraubenzieher nicht. Genau, ganz genau, ja. So, da sind wir jetzt, komm, wir halten mal die Kamera rein, da wird es auch nicht ganz so nass. Ja, weiß man zu, ne? dann ist sie nicht belüftet, man riecht es jetzt noch, wenn man die nach einem halben Jahr aufmacht, dann ist es ein bisschen GFK-Geruch. Riecht aber schön. Also als Mann liebe ich den Geruch. Ja, halt so ein bisschen Patex. Aber
glaube, das wird richtig schön, oder? Ich bin davon überzeugt, ja. Du hättest das Video sehen müssen, da hättest du auch den Schaum gesehen, den haben wir eben gefilmt. In der Tür ist der viel härter. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, haben wir darüber gesprochen. Ja. Und dann Details. Ne? Ja, was mich ein bisschen enttäuscht, ist die geringe Anzahl an Beschlägen, die du hier vorgesehen hast für die Verriegelung. Nur 3 Stück. Ja, man kann natürlich unendlich viele vorsehen. Das war ein Scherz. Normalerweise ist ein Riegel, jetzt sind 3. Ein Edelstahlband, also genau. Du durch die Tür brauchst du nicht probieren. Ne? Genau. Ist das cool. So, wir müssen Schluss machen. Wir lassen euch nach Hause. Ja. So, ihr habt noch 3 Stunden Fahrt. Wann geht's los? In 2, 3 Stunden? Ich denke eher 4, aber okay. Ja, ich denke, dass wir gleich weg sind. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Die Möbel müssen noch verladen werden. Ja gut, das kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Aber so um den Dreh. Nina, wir müssen die Abmoderation machen. Also wenn ihr sowas haben möchtet, dann wendet euch vertrauensvoll nach Hasloch an den Main. Du wohnst hier ganz in der Nähe? Ja, 5 Minuten mit dem Auto. 5 Minuten mit dem Auto. Was ist so schön hier? Was würdest du Leuten sagen, die Urlaub hier machen? Hier kann man Urlaub machen. Hier in der Gegend, die Umgebung ist da total schön. Schau dich doch mal um. Mountainbike. Ja, Fahrradtouren durch den Wald, spazieren gehen. Am Main ist es sehr schön. Wenn man sich beraten lassen möchte, wenn du mal kurz mitkommst, weil hier ist so ein bisschen nass. Ich war grad. Wenn ich jetzt eine Beratung haben möchte, kann ich mich an dich wenden. Das heißt, du planst sowohl die Kabinen als auch den Innenausbau? Also die Kabinen auf das Fahrgestell, da haben wir andere Experten hier im Team für. Aber wenn es dann mal soweit ist, dass die Kabine steht und die Maße von der Kabine stehen, dann komme ich dann ins Spiel und wir machen einen Innenausbau. Das arbeitet doch eng miteinander zusammen. Also ich habe eben gehört, das Gewicht bestimmt die Maße der Kabine. Also es soll ja nicht so schwer werden oft. Also gewichtstechnisch, das sind dann die Konstrukteure, die dann von vornherein gucken, was da für eine Kabine aufs Auto drauf geht. Und wenn das dann alles festgelegt ist, dann machen wir einen Extratermin für Innenausbau. Und dann wird, wie gesagt, Grundriss besprochen und Materialien schon mal ein bisschen ausgesucht. Das ist dann beim ersten Gespräch natürlich nicht alles in Stein gemeißelt. Das hat dann noch ein bisschen Zeit, aber... Die Kunden bekommen dann auch immer wieder mal ein Update von der Planung. CAD-Planung haben wir auch 3D. Und die können wir dann auch ausleiten, dass die Kunden das dann quasi mal in einem Modell am PC aufrufen können, rumgucken können und dann natürlich auch sagen können, wenn irgendwas noch nicht passt, dann arbeiten wir so lange daran, bis ich die Zeichnungen ausleiten kann zum Produzieren. Hast du die Software vorher schon verwendet, die hier verwendet wird? Die jetzt nicht. Ich habe mit einigen in der Meisterschule schon gearbeitet und die sind ja alle ähnlich aufgebaut. Und man fuchst sich da relativ schnell rein. Also wenn die man sind auch kompatibel, man kann exportieren dann, dass die es ausleiten, gell? Ja, da geht schon auf jeden Fall viel. Und man kommt da schnell rein. Wichtig ist ja, dass ihr die Kosten nicht explodieren lasst, sodass solche Projekte auch erschwinglich sind für den normalen Menschen, weil das sind ja hier oft keine Multimillionäre, sondern hart arbeitende Leute, die da ihren Lebenstraum verwirklichen. Und das macht ja auch besonders viel Spaß, oder? Ja, also wenn man sieht, wie happy die Kunden dann am Ende sind, wenn sie mit ihrer fertigen Wohnkabine hier auf dem Hof fahren können, das ist schon cool. Oh, ich zeig mal dein Logo. 4Wheel24, da steht's drauf. Nina Hass aus Hasloch in der Pfalz. Ja. Alles ist hier irgendwie mit Hass verbunden. Ja. Tschüss, danke. Ciao.